Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode oder zum nächsten Spiel des MSK Eurocup 2016. Wir sind wieder am Start mit unserer französischen Nationalmannschaft und heute geht es gegen den Tim aka Wakes und wir wollen natürlich die nächsten drei bzw. idealerweise 6 Punkte holen. Das Video von ihm findet ihr auf seinem Kanal. Das Hinspiel, das Rückspiel gibt es jetzt hier zu sehen und das Ganze ist nachkommentiert. Ja, das liegt daran, dass ich mit meiner Stimme mir nicht zutraue, das live zu kommentieren bzw. auch daran, dass die Audiospur. Ich habe es versucht, aber es ging einfach nicht vernünftig. Deswegen habe ich es gelassen, kommentiere es jetzt nach und ich denke mal, das ist auch kein großes Problem. Ihr seht hier eine Änderung, Lacazette auf der Bank, den werde ich gleich wieder einwechseln für Alessandrini. Auf dem rechten Flügel kommt dann Griezmann und dann haben wir da quasi einen richtig starken Stürmer vorne drin. Die Empfehlung kam von euch, danke dafür. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung. IG Vault ist in der Videobeschreibung verlinkt und ihr seht hier, der Wakes ist mittlerweile da und wir gehen ins Spiel. Das ist sein Team. Hart, Campbell die Legende, Smalling in Form, dann Gibbs, Walker, Stevie G, Sterling in Form, Dele Alli Team of the Season, Ashley Young, Harry Kane Team of the Season und Nathan Dyer Hero Karte. Richtig, richtig stark und er hat deutlich besser angefangen als im Hinspiel. Spoiler kommt genau jetzt, das habe ich 2:0 gewonnen. Er war auf jeden Fall in diesem Spiel wie letztes Jahr ebenfalls ein bisschen stärker, ein Tucken besser auf jeden Fall. Hat sehr, sehr stark gespielt, was mich definitiv überrascht hat, was ich so nicht erwartet habe. Und er hatte die ersten Gelegenheiten, die ihr hier sehen könnt. Übrigens muss ich dazu sagen, dass das Hinspiel wirklich eine sehr, naja, komische Geschichte war. In meinen Augen hätte ich mehr Tore schießen können, aber ich habe mich wieder darauf konzentriert, eher schöne Tore zu schießen. Das ist mir zum Verhängnis geworden, auch hier wieder außer Distanz und der Ball geht gegen Pfosten. Vielleicht noch ein paar Schritte gehen, man hätte den Ball reingemacht, aber so bleibt es bei 0:0 und es blieb weiter bei 0:0, denn der Ball wollte einfach nicht rein. Hier scheitern wir wieder, allerdings bekommen wir jetzt die Chance und den Tap. Lässt Walker einfach richtig, richtig stark stehen. Wir sind im 16er, Paul-Georgen-Tap. Newcastle United Karrieremodus, da ist er stark, hier ist er stärker. Wunderschönes Tor, keine Chance für Joe Hart, diesen Ball abzuwehren. Kann man auf jeden Fall mal so machen. Das heißt, nach 30 Minuten der Führungstreffer, obwohl Wakes, wie gesagt, deutlich stärker war als im Hinspiel und auch ja, überlegen in dieser Partie. Und der Tim hat das wirklich klasse gemacht und versucht auch direkt zurückzukommen hier. Das ist wieder Stevie G mit dem Außenrestpass in den 16er, ganz schwach geklärt. Raheem Sterling hat die Gelegenheit, setzt sich irgendwie gegen Matuidi durch auf den Mann. Costil hält und Dyer direkt mit dem Nachschuss wieder auf Costil. Es war auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit und es ging spannend weiter mit Harry Kane, von dem nicht viel zu sehen war. Und dann dieser Schuss mit dem linken Fuß aus ungünstiger Lage. Und zum Glück nur gegen den Pfosten. Dementsprechend führten wir zur Halbzeit. Ihr seht es an den Stats überraschenderweise, nachdem im Hinspiel Wakes nicht einen einzigen Schuss aufs Tor hatte, diesmal deutlich überlegen. Zweite Halbzeit. Und dann ja, kam diese Kontergelegenheit über ja, den Kollegen Ben Arfa auf Payet und der in den Lauf von Lacazette. Campbell sieht nicht gut aus. Tim kann da nichts für. Passiert das 2:0 und Lacazette macht sein erstes Tor im Turnier für uns. Ganz, ganz schwach von Campbell, der einfach da in der Situation nicht richtig an den Ball kommt, ihn nicht kontrollieren kann. Und Lacazette hat dann das Tempo hinterher zu gehen. Auf jeden Fall bitter für Tim in der Situation, aber konnte er halt absolut nichts gegen machen und dementsprechend steht es hier 0:2. Danach kam dann diese Situation. Mein Controller ging einfach aus. Tim hätte die Gelegenheit gehabt, den Ball reinzumachen, aber fair play an ihn. Er spielt den Ball im Endeffekt hier zum Torwart zurück und hat dann ja auf Start gedrückt, als er den Ball hat, sodass ich neue Batterien holen konnte. Auf jeden Fall nochmal danke an dich an dieser Stelle und ja, das Karma sollte ihn später noch belohnen, aber nicht in der Offensive, denn da waren wir weiter die dominierende Mannschaft. Griezmann mit einem wunderbaren Ballroll-Shop und dann der Abschluss ein bisschen am Kasten vorbei, aber wir sind ja noch nicht durch, wir haben weitere Gelegenheiten. Hier rettet ihn das Karma so ein bisschen, denn das hätte auch deutlich rot geben können für Kieran Gibbs nach diesem Foul im Mittelfeld, gibt aber nur die gelbe Karte und dementsprechend hat er da sein ja, Fair Play, das ja auch in diesem Turnier gewünscht ist und das er auf jeden Fall erfüllt hat, wieder eingelöst. Nächste Situation, wunderbares direktes Passspiel, das ist dann Dimitri Payet und passt auf, was jetzt kommt. Wunderbarer Berberspin, das Ganze abgewehrt, aber der Ball kommt nochmal, weil Ben Arfa dazwischen geht in den 16er. Er kommt jetzt hier mit dem Scoop-Turn. Dann kommt hier der Rabona-Fake, der Waka Waka und der Finessi wunderbar gehalten. Und jetzt der Ball in die Mitte. Nochmal kriegt Ben Arfa die Chance. Seitfallzieher an die Latte. Das gibt's nicht. Es darf kein schönes Tor fallen. Es darf kein schönes Tor fallen. Oder etwa doch. Nochmal Ben Arfa. Nochmal Fake-Shot. Distanzschuss. 3:0. Da ist das schöne Tor. Genauso wie wir es haben wollten. Da hat der Ben Arfa mit der Entscheidung in dieser Partie. Richtig schönes Ding von unserem französischen Zehner, von meinem First Owner. Second Inform. Hat der Ben Arfa dem ehemaligen Jordan, dem ehemaligen Backpie. Und das sollte dann auch die letzte Aktion von uns in der Offensive sein. Wakes, also Tim, versuchte nochmal nach vorne zusammen. Harry Kane nochmal mit der Riesengelegenheit. Aber haut den Ball über den Kasten hinweg. Und das war dann auch die letzte Szene. Wir gewinnen
kennen also die nächsten beiden Spiele, das heißt das Spiel gegen Tim auf seinem Kanal und auf meinem Kanal ebenfalls, holen uns dementsprechend 9 Punkte aus den 4 Gruppenspielen. Ich wünsche Tim auf jeden Fall für das Spiel gegen die Gamer Brothers viel Glück, gar keine Frage. Genauso wie ich auch den Gamer Brothers viel Glück wünsche. Nochmal danke an dich, Tim, für das Fair Play, für die nice Aktion. Schaut bei ihm vorbei, genauso wie bei den anderen Teilnehmern, alle in der Videobeschreibung verlinkt. Hier seht ihr nochmal im Endeffekt die Bewertung. Ben Hafer war natürlich der Man of the Match und das war's von diesem Spiel, von dieser Episode zum MSK Eurocup 2016. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt, auf welche Nation wir als nächstes treffen und das werdet ihr dann erfahren vom MSK am 4. Juni. Da kommt die Auslösung zum Viertelfinale, in dem wir hoffentlich dabei sein werden. Bis dann, wunderschönen Tag noch, macht's gut, haut rein und ciao.